Ja. Schade, ich wollte den eigentlich jetzt helfen. Ich wollte den... Den Büchsenmacher wollte ich eigentlich gerade bedrohen, dass er mich in den Keller lässt, aber nicht... Vielleicht ist das Schicksal, dass das nicht geht. Sonst hätte er mich wahrscheinlich auch noch im Keller... im Bett gefesselt. Aha, da sind die ja wieder! Für die, die noch nicht da waren. Vorhin waren die Typen auch da. Ich habe zugeschaut und dann sind da Leute abgefackelt von denen. Jetzt komme ich zu dir und will denen helfen. Jetzt sind die beide tot. Ich sollte da einfach nicht mehr hinkommen. Scheiße. Ist da was drin? Just leave me be. Es tut mir doch leid, das wollte ich nicht. Ich kann nichts dafür, dass euer Kult hier voll die Kacke am Dampfen. I have just suffered a personal tragedy. Nicht nur das erste Mal, ich glaube die anderen, wie viel sind denn abgefackelt? 3 oder so? Nur weil ich zugeschaut habe. Wahrscheinlich bin ich wirklich von Satan erwählt. Ich habe keine Ahnung. Ist ja lustig, dass sie dir jetzt nochmal begegnet sind. Der arme Typ wollte nur ein neues Kreuz aufstellen. Also wieder abbrennen und dann fackeln wieder die Leute ab. Der Typ lernt es nicht. Er lernt es nicht. List doing... Ja, genau. Ich tue List-Dinge, genau. Und dabei sterben immer irgendwelche Leute. Jelis, ich hab dich auserwählt. Dankeschön. Mache ich meinen Job gut? Anscheinend. Die fühlen sich bestimmt erschlagen von deiner Hilfsbereitschaft. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. So, das war die neue Waffe, ne? Könnte noch mehr sein, aber ja. Oh, ich habe heute sehr wunderschöne Sachen gemacht. Hallo, ich bin... Hey there, mister. Got your hands full there. Always gotta set the right example. Braithwaite proud. Soll ich nicht rein? You seem to know what you're doing. See you then. Aber ich muss doch da rein, oder nicht? Hey fellas, I have a meeting with Mrs. Ja, das ist genau das hier. My associates are already here. All right, that's enough. Gut. Hey, ich höre dich, was du da sagst. Die denken auch, ich bin taub, ne? Aber ich mir für Satan bräuchte nur noch rote Farbe und Hörner. Den Bart habe ich schon mal. Ich habe noch Hörner und ich kann dich auch noch rot anmalen. Kein Problem. Ich rede nicht schlecht über Killer, war für mich nur Spaß, aber eigentlich weiß er es. Ich weiß nicht mal, um was es ging, ehrlich gesagt. Weil davor war ja auch die ganze Zeit Spaß. Falsch, du hörst, was du hören willst. Sowas würde niemand tun hier. Niemand. Ah, please come in, sir. Ja, danke schön. Sehr edel hier. A gentleman to see you, ma'am. So, your friend, the other liquor vendor. Hello. Hello, ma'am. Arthur, welcome. We were just playing cribbage.
Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite. Nice to see you again. Apparently. So this one, he is big and as dumb as he looks? Well, he's surely big, but his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks, but I think, well, he's not quite that dumb. So these are the boys going to Callagher Hall? Yes, we can take care of that for you, but one hates to be coarse. There is the question of money. Oh, we've got money, Mr. Matthews. Paper? Bonds? Metal? She ain't gonna pay you with a certified check, you Yankee numbskull. Ain't childbirth just the most beautiful miracle? Come on, Arthur. Seems a lady can birth monkeys, after all. Okay. Hop on. We'll fill you in on the way. No, I'm driving. Nee, ich will nicht fahren. Mann, ich fahr doch mal gegen Bäume oder so. Ja, ich fahre. Habe ich gerade gesagt, ne? Ready? Let's get out of here. You was quiet in there. Took everything I had. That son of a horse. I'll shove that silver spoon down his throat and pull it clean out of his arse. A smug fucker. Klingt gut. Okay. So what she got us doing at the Gray's place? She wants us to torture tobacco fields. Said they ain't had rain in weeks round here. What? Yep. Using that back there. Moonshine? Burns faster than kerosene. Woher soll man wissen, dass du AFK bist? Ich habe jetzt nicht vernommen, dass du AFK bist. Wenn man auf alles achten muss, dann ist ein öffentlicher Chat, glaube ich, nicht das Richtige. Finde ich. Wenn man sich über sowas dann aufregt. Aber es ist nur meine Meinung, weil es ist ein öffentlicher Chat, wo alle gerade sind. Ja, gut. Easy. So far, we've destroyed the Braithwaite still. Tried to sell the shine back to them. Now we're on this fool's errand, which I'm very much looking forward to, by the way. They were saying old man Gray's double security after that business at the saloon. So, we're just gonna drive on in there, is that it? Don't worry, I got a plan. Wagons go in and out of there all the time with supplies, equipment, payroll. Especially now they're taking on all that extra muscle. Nee, ich sag's nur, ich find's nur gerade wieder voll unnötig, diese Diskussion darüber. Also diese kurze Diskussion war jetzt wirklich nur ein paar Sätze. Ich find das nicht mal erwähnenswert einfach. Ist irgendwie, also nicht wirklich wichtig. Find ich jetzt, das ist einfach nur meine Meinung, keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich sehe das negativ oder so. Ich sag einfach, ich rede einfach nur mit euch. Ich habe das Gefühl, ich werde hier gleich irgendwo voll gegenbrettern, weil ich nichts sehe. Whoa, hold up a second. You not worried about them Grays, English? Excuse me? You not worried about them Grays? In what sense? Well, they knows you. Yeah, maybe you're right. You know what? Here, I'll go hiding back. If you can act naturally. Stop us from getting into a fight before we're ready. I will. Ich versteck mich. Yes. Try and do an impression of a human being. I'm not going to go that far. Oh, geil. Well, here. He's there with a sight. I'll do the talking. Hey, hold him right there. Okay, das wird jetzt spannend. So, ich klinge dann morgen an jedem Haus in Deutschland, bis Liz aufmacht. Macht das. Viel Spaß. Well, I'm delivering the supplies. You're not the usual driver. You want a bottle, friend? Here. Have a wee drop. I'm new. I mean, you know, harm. I've come from Donegal, in Ireland. You don't say.
Yeah! They said you'd understand. Some kind of incident at the saloon in town. I was told to bring this up here. Ask no questions, I'll tell you no lies. Sort of business. Before the officials got there, okay, they said. Okay. Drive this way. I'll show you how to get there. Oh, thank you, friend. Have a drink, Sean. Wow, den haben wir aber schnell beeindruckt. Ein bisschen Alkohol und dann ist gut. Hamish. Good to meet you, Hamish. fine bit of country you've got here. Not as fine as Connemara, but fine nonetheless. My people come from Scotland. Is that right? Then you and I are nearly brothers. Just over here. Yeah, it's straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah. And they said they was looking for more drivers in town. Well, I jumped at the chance. DHL ist bei mir so, die klingeln hier nicht sehr oft. Die geben immer woanders ab. Deswegen wäre das sehr unwahrscheinlich, dass hier jetzt jemand klingelt. Und ich erwarte auch im Moment nichts wirklich, deswegen mache ich die Tür bestimmt nicht auf. Oh dear, oh dear, I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the half. Just in there. Right there. You can unload it here. In here? Oh, the horse is like a swift one, do they? Excuse me? Nothing. It's grand. quite a place you boys have got here. Reminds me of one of them big houses out in Donegal. Real fancy places they was, Hamish. Real fancy. Because if some folks got all the money, they can build quite the fanciest places imaginable, eh? Mm. Well, the average... Ja, war dein letzter Drink. Leider müssen wir ihn töten. Da stand lautlos töten. Ich kann ihn nicht bewusstlos schlagen. How you getting on? Good. Nearly got these things ready. Okay. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Ist das nicht irgendwie auch fliegen, im Wasser zu schweben? Ist das ein Panda-Emote? Ich liebe Pandas. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. We coat everything in moonshine, and then we light things up with these little fellas here. Thankfully, it ain't rained, and that old barn over there should go up like a torch. How many of these boys you think you need? They should do it. Let's head out the back. Look, once they get wind of us, there'll be no turning back, so move quickly. Of course. Okay. I'm rebel stock, boy. I was born burning down manor houses. Yes, I'm fine. Oh, wie süß. Wie süß. Quiet. There's someone coming on the left. Oh, hey. I thought the wagon already arrived. This one didn't. Strange. So, what you got there? Tools, payroll. Okay. Drop it by the supply shed at the back of the fields. Sure. See you later. You hear that? Payroll. Yeah. Let's get this job done first, okay? Ooh. I'll take care of this fella. Mach das. Ich folge dir. Leise. You douse the fields, I'll meet you at the barn. Try to stay out of trouble. Ist daheim? Dann ruh dich schön aus. Hast du das Wochenende auch frei, hoffe ich mal.
sind viel zu viele Wachen. Okay, weiter geht's. Ist nur ein bisschen blöd, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich die töten darf. Boah, das ist wirklich wie in Far Cry hier alles brennen. Geil. So, jetzt muss ich darüber kommen. Ohne dass der da mich sieht. Und der da und der und der. Oh Gott, komme ich denn da jetzt rüber? Der eine muss sich umdrehen, sonst wird es ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich Angst, rüber zu gehen. Fuck. Oh, das war knapp. Ich gucke gleich hier in den Chat. Ich muss nur gerade mich ein bisschen... ein ganz kleines bisschen konzentrieren. So. Zur Scheune. Ist hier noch irgendjemand? Ich will auch ein paar töten. Warum darfst du alles machen? Ich muss die Drecksarbeit hier machen. Dann plündere ich den jetzt. So. Dann kann ich jetzt kurz in den Chat gucken. Hab eine Woche Urlaub. Oh, cool. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Erhol dich gut. Wenn es danach geht, brauche ich auch einen neuen. Die Bluescreens heute schon wieder. Oh Mann. Das ist nicht schön. Das ist echt kacke. Weißt du wirklich nicht, was die Ursache ist? Vielleicht ist irgendeine Ursache, warum die Fehlermeldung kommt. Muss ja nicht unbedingt sein, dass dein PC stirbt. Also ich hoffe es wirklich nicht. Ich drück die Daumen. Und wer sagt, dass es dein Bieder ist? Ich weiß nicht, da steht einfach nur Happy Birthday. Vielleicht hat irgendjemand heute Geburtstag Happy Birthday. Happy Birthday, Streamfeld ist dann flach, das ist natürlich nicht so cool. Welche Fehlermeldung? Die Ursache steht auf dem Bluescreen. Ja, vielleicht kann man das irgendwie lösen. Vielleicht ist irgendwas, was man lösen könnte. ProDog, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich spiele gerade Red Dead Redemption. Wir zünden hier gerade alles an. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die Eimer reicht. Brennt, ihr Schweine, brennt!
Hier auch vielleicht? So, wo sind die Wachen? Kommt mal her hier. Ja, ist ja gut, ich komme ja schon. Wow, wie er sich da versteht, ne? So. This is a goddamn mess. There goes our ride out of here. The wagon we saw come in earlier. We can nick the horses from that. Okay, ich folge dir. Ja, ich bin doch schon da, Mann. Natürlich kommt dann Omer. Ich finde die Waffe voll geil. Plündern muss sein. Habe ich jetzt gerade das Pferd losgeschnitten? Wow, ich habe gerade die Mission ver... Nein, doch nicht. Oh Gott, ganz ruhig, Pferdchen, ganz ruhig. Ist nur Feuer. Was haben wir hier getan? Wir haben die alle gemeuchelt. Wir haben da alles abgefackelt. Benutze heute mal meinen Laptop. Ist der angekommen? Cool. Das ist sehr schön. Yeah, we did. Quite a night. Sure. Interesting little fight Dutch has put us into the middle of here. I hope him and Jose are right and that there's some money at the end of it. Well, what now? Head on back to camp. You coming? Sure. Okay. Schon gestern angekommen. Shogi ist das japanische, ja. Also das asiatische, ja. Das habe ich mal im Anime gesehen. Das war irgendwie